Und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile vierten Episode von Helvetic. Also bloß noch 5 Wochen und dann haben wir es geschafft. Weg mit dem Kabel hier. So. Genau. Badam, würde ich mal sagen, schwammen wir gar nicht rum, sondern gehen direkt in die erste Episode von der Erweiterung, die später nachgereicht wurde. Weil, wie gesagt, das hier, die erste Episode, ist ja, kennt man ja aus dem Doom-Universum. Das war die Episode, die als Shareware auch verfügbar war. Dann gab es als Vollversion die ersten 3. Und später gab es dann genauso wie Ultimate Doom, wurde dann die Version hier erweitert, allerdings nicht um die 4. Episode, sondern um eine 4. und 5. Episode. Und die wurde dann später auch nicht als Add-on vermarktet, sondern quasi wurde, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, direkt mit dem Originalspiel ab da ausgeliefert. Sprich, also es gab dann nur noch die erweiterte Variante zu kaufen. Mit 5 statt 3 Episoden. Sprich, also die gab es kostenlos dazu, direkt als fertiges Spiel und nicht als Add-on, was man sich dann dazu holen musste. So, lange Rede gar keinen Sinn. Los geht's. Drei Secrets, okay. Diese Völker gehen mir schon wieder auf den Sack hier. Hey, wo kommt denn das Vogel her? Verarschen. Einmal Rüstung, nehmen wir gerne. Und einmal Buch of Power, nehmen wir auch gerne. Ja, machen wir so. So, dann ist der grüne Key. Ja, nee, ist klar. Oh, der ist ein Gegner. Ups. Ja, genau das habe ich mir schon gedacht. Aber eigentlich wollte ich da, aber hier kommt man gar nicht hin. Nee, okay, gut, dann lassen wir das auch mal. Okay, kommen wir auch nicht hin. Aber ist es hier so hier eine Demo-Version oder was? Da braucht man wieder einen Key. Ah, Schalter. Der hat jetzt genau was gemacht? Hallo? Gibt's hier noch mehr Schalter? Deutsches rotes Kreuz. Also ich habe hier gleich 5 Kreuze. Und welche Valenten sind? Das ist weiß. Das heißt, da ist noch was. Achso, kommen wir aber gar nicht drauf. Da oben ist noch was. Na gut, okay. Ja, ist ja nett. Was machen wir denn jetzt so? Wow. Ist ja nett. Oh. Ach nö. Gleich direkt in der ersten Map wollt ihr mich verarschen? Macht das euch irgendwie Spaß? Macht euch das glücklich? Hört euch das irgendwie an hier oder was? Wer kann bitte schon davon Ständer bekommen? Ich verstehe das nicht. Ja klar! Deine Mutter auch! Fuck my life! Albträume von. Ah, super. So, wenn ich das richtig eingeschätzt habe, dürften die jetzt noch nicht auf mich aufmerksam geworden sein? Nein, noch nicht. Okay, gut. Das heißt, ich kann jetzt flüchten und mich erstmal umschauen hier. Einmal Kreisverkehr. Ah, der gelbe Key.
Oh, da kommen wir nicht lang. Da auch nicht, dann aber hinten vielleicht. Okay. Ah, jetzt sind wir im Turm drinnen. Na, ist ja nett. Das heißt, da draußen ist überall Magier um uns herum. Dann nehmen wir mal eine entsprechende Waffe zur Hand. So, ein paar Vögel gibt es noch gratis dazu. So, einmal rumrennen. Ah, gibt es sogar rote Munition. LOL. Das heißt, auch hier gibt es wieder alle Waffen direkt am Anfang. Schüssel, Dissel. Nee, ist mir zu gefährlich. Ich glaube, ich gehe doch lieber wieder in den Turm rein. Kommt irgendwie sich drauf vor, so, da ist ein Teleporter. Oh, ist ja nett. Ah, auch nicht. Wirklich? So, dann gehen wir mal nach hinten. Und von hier aus kann man nämlich an Vögel erstmal schön wegvögeln. Oh, ich sehe mein Haus von hier. Kommt jetzt noch was oder eher nicht so? Mann, ey. Immer kommt nicht was, wenn man sich dann darauf verlässt, dass nicht mehr kommt. Da kommt alles mit einmal. Schwänze, welche. So, wir haben jetzt den gelben Key. Das passt ja genau. Da kann man nämlich hier lang. Oh Mann, noch mehr Vögel, Alter. Schlafen die Map-Designer miteinander oder warum die Anspielung mit den ganzen Vögeln hier? Ist doch nicht mehr jungfrei. Feierabend hier. So, mal schauen, mal guck. Aua. So, einer müsste noch kommen. Thanks. So. Muss ich von diesen vier Dingern irgendwas anklicken? Nein. 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 Schade. Okay, dann also hier durch die Tür durch. Alter, also langsam, ne? Ich meine, ich hab's ja verstanden langsam mit dem Joke. Oh, okay. So fühlt sich meine Türtheorie. Oh, dann sind Magier. Da oben sind die Handschuhe. Ist aber hier schon dunkler, oder? Oh, Schalter. Oh, Treppe. Oder Falltür. Oh, diese Wände immer. Na gut. Wenn man es weiß, ist es ja ganz neckig. So, was geht jetzt hier ab? Oha. Ein paar Bissfreudige, da sind Schalter, das ist auch ein Schalter. Ein paar Bissfreudige Freunde. Ach, wisst ihr was, wir kommen. Nehmen wir mal die hier. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's. Hä? Wo sind die? Ist auch noch ein Schalter. Digga, was geht hier ab in dieser Map? Hallo? Was hat mir diese Map jetzt hier gebracht? Außer, dass wir jetzt drei Schalter gedrückt haben. Ich
Ich meine, es kann natürlich sein, dass die Schalter noch was anderes gemacht haben, als die Treppen hier hochzufahren, aber... Ach du Scheiße, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ihr seid ja verarschen. Nein, warum geht die Treppe runter? Warum ist da, was ist da los? Was ist denn hier? Schnauze auf Ende, ich will hier rein! Deine Mutter! Ficken hoch 13. Okay. Kommst du, Papi? Nee, wir bleiben mit der Waffe hier. Nein. Ich hab doch gerade F6 gedrückt. Warum verlässt er denn das Spiel? Oder habe ich F7 gedrückt? Was ist jetzt hier? Do you really want to answer? Ja, okay, dann habe ich statt F6 F7 gedrückt. Danke dafür. Mann, ich muss mein Leben. So, F6. Dankeschön. Oh, so, halt, ich wollte doch bei dir hier bleiben. So. Jetzt kommen die Magier. Ich bleibe lieber doch bei der hier. Macht sich bei dem Magier besser. Oder auch nicht. Macht sich voll viel besser. Schwanz. Hallo. Geht doch. So, eine ist noch da. Man sollte seinen Feinden die Rücken kehren. So. Wir haben immer noch nur den gelben Key bekommen. Oder A. Ah. Oh. Was ist jetzt hier? Okay, wir sind wieder am Anfang, wie scheint. Hä? Weil hier die Zirkus sogar nicht. Lalilalala! Lollipop. Reden Sie mit mir? Junge! Also ist wahrscheinlich dieser Endboss da, dieser komische Bossgegner da. So, der Ding ist immer noch oben. Das heißt, ich weiß immer noch nicht genau, was wir jetzt. Wollen wir jetzt weitermachen? Moment, schon mal was? Ah, das ist ein Schalter! Nein! Leck mich halt. Hui! Teleporter sind nie gut. Vor allem nicht, wenn draußen so ein Monster rumrennt.
Oh. Schau mal, na guck. So kommt man also an die Items ran. Ja, also ich muss aber mal speichern. Ah! Okay. Oh. Oh oh, das ist jetzt aber eher weniger freundlich. Mir ein paar zu viele Gegner. Oh. Der Riese meldet sich auch schon wieder zu Wort. Okay, jetzt haben wir den grünen Key. Das heißt, wir können jetzt nach da hinten. Oh, tatsächlich, da haben wir schon die rote Waffe. Oh, schon wieder so viele, scheiß viele Vögel. Ich werde nur noch die Kerze an. Die Fackel. Ach komm. Das ist die erste fucking Episode und ich habe jetzt schon Bock auf die Vögel. Schüsseldissel. Okay. Dann halt nicht. Danke dafür. Oh! Oh! Ah! Warum auch immer er uns jetzt wieder zum Anfang zählt? Scheiße! Eat my shit! Oh, das war jetzt dumm. Einmal fresh gegen die Tür. Eat my shit. Ja, komm, geh zu. Ha. Oh, du bist ein Gott. Oh. Komm, geh kaputt. Oh, Glück gehabt. Okay, er ist tot. Ach so. Dachte schon, echte Gegner. Ach, leck mich doch. Dankeschön, Dankeschön. So, da oben ist wieder diese Magier-Dinger. Die ganz schön schießfreudig sind. Aber das Rote in der Mitte sieht mir nicht sehr freundlich aus. Nein, ich wollte drei Stück mit einmal, klar. Ich wollte eigentlich nicht reinfallen, ich wollte die einfach eigentlich nur so rüber jumpen. Moment schon mal. Ah, okay. Schalter drückt dich. Was haben wir jetzt gerade getan? Hoffentlich irgendwas Sinnvolles. Ich weiß nicht. Ah. Ja gut, das war jetzt ein glückliches Ende.
interessant aus. Ja, gut. Drei Köpfe mit einmal umrundet. Nice. Gut, aber hier muss man natürlich auch sagen, der Trick mit diesen Türen, wo die Schalter drin sind, ist mir wirklich alt. Also, ja. Wer auf sowas nicht kommt, der muss halt gegen die drei Köpfe kämpfen, bis er es mitbekommt, dass da so läuft, wie es läuft. Gut. Das ist halt mein Vorteil als jahrelanger Doom-Spieler. In dem Sinne, schau mit V.